Herzlich willkommen, ihr Melancholiker und Baseballspieler, ihr enthusiastischen Liebhaber guter Literatur. Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute die Bücher präsentieren, die ich im November gelesen habe. Und dafür zeige ich euch erstmal den Bücherstapel. So sieht er aus. Wir haben relativ viel Rot und Weiß. Das ist allerdings auch schon alles, was ich jetzt unter farbästhetischer Hinsicht zu diesem Stapel sagen kann. 6 Bücher sind es geworden. Das ist jetzt in Anbetracht des großen Stresses und der vielen Arbeit in diesem Monat durchaus, ja, für mich zufriedenstellend. 2 Bücher habe ich schon besprochen. Da ist zum einen Sterben, der erste Teil der groß angelegten autobiografischen Romanreihe vom Norweger Karl Ove Knausgård. Ich wollte eben auch wissen, was es mit diesem Buch auf sich hat. Was mir gut gefallen hat, ist die Spurensuche von Knausgård. Er will seinem Vater nämlich folgen. Er will wissen, wer sein Vater war, warum der sich im Laufe seines Lebens nicht nur immer wieder sehr erratisch, sehr seltsam, mysteriös verhalten hat, sondern warum er einige, ja, existenzielle Lebenswandlungen vollzogen hat. Zum anderen ist es natürlich auch eine Coming-of-Age-Geschichte und eine Künstlerbiografie. Das lese ich immer sehr gerne. Wie lesen Schriftsteller andere Schriftsteller? Wie beschreiben sie ihr eigenes Schreiben? Was muss man tun, damit man eben schreiben kann? Das lese ich außerordentlich gerne. Auch ist es eine Beschreibung, eine additive Aneinanderreihung von Biografie oder zumindest von, ja, Szenen mit anderen Schriftstellern. Also es geht auch stark um die norwegische Kultur- und eben Literaturszene. Auch das lese ich außerordentlich gerne. Und ganz besonders begeistert hat mich die 200-300 Seiten lange Beschreibung der alkoholabhängigen Großmutter. Am Ende, das ist dicht, das ist gruselig, das ist packend, das vergisst man nicht. Etwas weniger gefallen haben mir die Beschreibungen von verhältnismäßig trivialen und banalen alltäglichen Szenen, wie der jugendliche Knausgård also mit Freunden zu Weihnachten mal etwas trinkt, wenn er über seine Klassenkamerade nachdenkt, die er ganz toll findet, wenn er über sein späteres Leben philosophiert, dass er dann irgendwie ein Rockstar sein will, dann sehe ich darin auch sprachlich keine zusätzliche Ebene. Ich erkenne also weder, was das für mein eigenes Leben bedeuten könnte, und ich verstehe auch nicht, warum es für Knausgård so relevant ist. Aber das ist eben der Ansatz von Knausgård, dass er ja eben alles beschreibt, das Alltägliche, wie das Tiefe, das Tragische, wie das Komisch-Lustige im Moment. Das kann ich respektieren. Und ich kann es auch genießen. Ich möchte auch den zweiten Teil kennenlernen. Das durchaus. Es hat von mir 8 von 10 Punkten erhalten. Außerdem schon rezensiert habe ich den deutschen Klassiker Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque. Dieser Roman, der ja eine Jungs-Clique im Ersten Weltkrieg porträtiert und dabei die Gräuel des Ersten Weltkriegs an der Westfront beschreibt. Dieses Buch fand ich außerordentlich eindrücklich. Das liegt vor allem an der Sprache. Die Sprache ist detailliert und sie zeigt uns eben, oder sie schildert eher, sie schildert die Wunden, die Verletzungen, auch die seelischen Verletzungen. Aber sie ist dabei eben niemals allzu bildreich. Sie baut keine Metaphern ein, sie baut keine Allegorien auf. Sie braucht es also nicht, eine zusätzliche Ebene noch zum Krieg hinzutreten zu lassen, so wie man das auch hin und wieder schon liest und gelesen hat. Dadurch ist die Sprache, finde ich, zeitlos. Man kann es in 100 Jahren noch genauso lesen wie vor 100 Jahren. Die Ebene der Eindrücklichkeit und der ja einfach sofort aufsteigenden Grabenkämpfe, diese Ebene, glaube ich, ist zeitlos in diesem Buch verankert, und dadurch ist es ein großartig zu lesendes Buch von Remarque. Die wenigen Reflexionen, die es durchaus gibt, also die theoretischen Überlegungen über Pazifismus, über die Verlorenheit dieser Generation, über die Sinnlosigkeit des Abschlachtens, diese Reflexionen der jungen, der jugendlichen 17-Jährigen, die sind immer ganz konkret an Erfahrungen geknüpft. Und das wird beim Lesen auch deutlich. Und damit ist es ein Buch, das einfach ist auf jeden Fall, das psychologisch keine Tricks anwendet sozusagen, sondern sehr offen seinen Gegenstand thematisiert. Und darin ist es, finde ich, auch ein ganz tolles Buch eben für jüngere Leser. Genau, also es hat von mir 10 von 10 Punkten bekommen, weil ich es einfach, ja, großartig genial finde. Es beschreibt seinen Gegenstand in einer ganz eindrücklichen Weise. Ja, und dann kommen wir jetzt zu den Büchern, die ich noch nicht rezensiert habe. Da ist zum einen das Buch des französischen Autors Laurent Sexic, Vorgefühl der nahen Nacht. In Deutschland erschien es 2011. Wenn ihr hier mal aufs Cover schaut, dann erkennt ihr Stefan Zweig und seine zweite Ehefrau. Um diese beiden geht es nämlich. Das Buch, ja, schildert die letzten Monate im brasilianischen Exil, denn die Eheleute lebten dort in einer abgeschiedenen Finca oder in einem Haus und haben eben, ja, zweierlei Dinge getan. Zum einen denkt Stefan Zweig nach über sein Leben. Er reflektiert also seine Bekanntschaften zu anderen großen Schriftstellern und Künstlern der Zeit. Wer also interessiert ist an Josef Roth, an Freud, an Thomas Mann, der findet die hier wieder. Zwar oberflächlich gestaltet, aber durchaus in einer breiten, wirksamen
Anordnung, das hat mir gut gefallen. Stefan Zweig macht sich natürlich auch Gedanken über sein eigenes Schaffen, er ist da durchaus auch selbstkritisch und er reflektiert immer wieder die Gräueltaten der Nazis, er macht sich also Sorgen und weiß nicht so richtig, was in Europa gerade abgeht, aber er wird eben dann auch von Bekannten hin und wieder mit Informationen versorgt. Das ist die eine Ebene, die vor allem eben retrospektiv angeordnet ist, da ist viel Sentimentalität dabei, da ist hin und wieder eben der Wunsch dabei, eine verlorene Kultur auferglühen zu lassen, also diese K&K-Monarchie, die für Stefan Zweig schon durchaus Heimatort war, die soll hier eben auch in diesem Buch aufgefangen werden. Und zum anderen ist die zweite Richtung von Laurent Sexic eben das Eheleben der beiden zu beschreiben, denn die sind dort eben in diesem Haus relativ abgeschieden. Die Ehefrau macht sich hin und wieder eifersüchtig Gedanken darüber, ob Stefan Zweig nicht in Gedanken immer wieder eigentlich bei der ersten Ehefrau ist. Das ist auch ein Thema. Und da Stefan Zweig damals der bekannteste und reichste Autor war, also der durch seine Schriften am meisten Geld verdient hat, wird er auch in Brasilien hin und wieder erkannt und es ergeben sich dann eben auch die einen und anderen Gespräche. Gut, dieses Thema ist im Prinzip wie für mich gemacht, denn wir haben hier einen Künstlerroman, wir haben verschiedene große Autoren der Zeit und das lese ich außerordentlich gerne. Die nationalsozialistische Unrechtsherrschaft kommt hier eben auch in den Blick und auch das ist eine Sphäre, eine literarische Sphäre, die ich mit außerordentlich großer Begeisterung lese, weil es für mich immer den Geruch von existenziell Wichtigem hat. Das mag man jetzt oder manche von euch halten das vielleicht für übertrieben, aber ich liebe es, mich mit diesen Themen zu beschäftigen und ich liebe es nachzuspüren, wie Schriftsteller eben ja diese große Unsicherheit, diese perversen Taten der Nazis beschreiben und wie sie damit umgehen. Dieses Buch wird dem Autor Stefan Zweig, finde ich, überhaupt nicht gerecht. Es tut ihm sogar Schaden an. Warum? Die Sprache von Laurent Sexic ist ungenügend. Ich glaube, dass Laurent Sexic sich Stefan Zweig in der Form eines Kotaus, einer Verbeugung nähern will und seinen Stil imitiert. Das bedeutet aber, um jetzt bildreich zu sprechen, dass er sich niemals auf Augenhöhe begeben kann. Er kann diesem Stefan Zweig also nicht gerecht werden. Er blickt ihm nicht ins Auge, sondern er wird ihm... Ja, es ist eher eine Parodie des Stils von Stefan Zweig, den ich auch nicht besonders gut kenne, das will ich gleich sagen. Die Sprache ist erhaben, sie ist gestelzt, sie ist pathetisch ohne Ende. Ich kann euch mal einen Satz vorlesen, der ganz typisch ist. Das ist jetzt kein herausgehobenes Beispiel, sondern eine typische Sprachebene. Als er ihr Gesicht sah, war ein Licht aufgegangen, die Gnade war vom Himmel gefallen. Diese Bilder sind erstens immer pathetisch, sie sind erhaben, es kommt immer noch eine Ebene hinzu. Das Individuelle muss also mit großen allgemeinen Worten beschrieben werden. Das ist in meinen Augen immer ein schlechtes Zeichen für den Stil. Und es ist natürlich hin und wieder auch schief im Bild. Das kommt auch häufig vor. Ich weiß nicht, ob das an der Übersetzung liegt oder am Originalton. Es gibt eine besondere Art von Pars pro Toto oder von Metonymie. Da steht also nicht, Stefan kam zum Essen, sondern Stefans Stimme kam und Stefans Antlitz kam zur Küche herein. Stefans Nase war zu sehen, Stefans Odem war so etwas in der Form. Vielleicht soll damit eine Fragilität transportiert werden. Es wirkt allerdings einfach reichlich daneben. Es wirkt ja vielleicht verkünstelt und letztlich auch gestelzt und gespreizt. Das ist, wie gesagt, eigentlich auch so die typische Sprachform. Neben diesen sprachlichen Unzulänglichkeiten kommen dann noch eigentlich schon unbeabsichtigte Entschuldigungen der Nazis hinzu. Ich gebe euch gleich mal ein Beispiel, was ich damit meine. Und dadurch wird das Buch für mich eigentlich auch unlesbar. Hier, das ist jetzt ein innerer Monolog. Hatten die deutschen Ungeheuer es gewagt, das zu tun, dessen sie bezichtigt wurden? Hatten sie die arme Friedel dem Euthanasieprogramm überliefert? Also Friedel ist offenbar eine Bekannte. Hier haben wir also die Nazis und wir haben das Euthanasieprogramm. Also auf einer sprachlichen Ebene will ich, dass ein Autor so genau arbeitet und er tut das nicht. Wir haben hier das Euthanasieprogramm und da die Nazis und die sind wie Dienstleister eigentlich hin und wieder eben miteinander in Beziehung, die arbeiten zusammen, aber das Euthanasieprogramm hat also nicht direkt mit den Nazis zu tun. Das ist letztlich eine Verharmlosung des Euthanasieprogramms, das natürlich identisch ist mit der nationalsozialistischen Ideologie, aber Sexic kann das so einfach nicht wiedergeben. Das ist ein sprachlicher Fauxpas und von diesem gibt es viele. Ein weiteres Beispiel für die Karikierung der Gewalt der Nazis, für die Verharmlosung. Ein Teil seiner Freunde lag auf einem Friedhof, ein anderer Teil drehte in einem deutschen Kerker seine Runden. Ja, vermutlich kennen die meisten von euch die KZs und vielleicht auch die Gefängnisse der Nazis. Die hatten sich da schon wirklich perverse architektonische Sonderheiten ausgedacht, wie einen Raum, in dem man eine Zelle, in der man nicht sitzen, nicht stehen, nicht liegen konnte. Die wenigsten oder wer auch immer konnte denn wie unter Linden seine Runden drehen, während der Gefangene Pfeife geraucht hat vielleicht und darüber nachgedacht hat, wie er bei seinem Gerichtsprozess auftreten kann. Also das ist eine Karikierung, die, glaube ich, unfreiwillig zustande kommt. Das ist eine sprachliche Ungenauigkeit. Die findet sich immer wieder auch
die Monologe, die dann einfach seitenweise die Seiten decken. Es gibt also keine Gespräche miteinander, sondern die Figuren halten ewige Monologe. Am Ende sagt eine Figur dann noch Ja oder Nein. Alle Figuren klingen gleich. Es ist pathetisch ohne Ende. Ich konnte das Buch kaum lesen. Es gibt auch inhaltliche Fehler. Hier steht zum Beispiel über den Selbstmord von Kleist und von seiner Freundin, nachdem er seiner Freundin eine Kugel in den Kopf geschossen hatte. Also Kleist hat seiner Freundin, wie hieß sie denn, Henriette Vogel, hieß sie so, der hat er nicht in den Kopf geschossen, sondern ins Herz. Also auch da ist es inhaltlich häufig daneben. Es ist sprachlich schlecht, es ist inhaltlich immer wieder kitschig, es tut diesem Stefan Zweig, denke ich, keinen Gefallen. Und auch wenn gewisse Passagen sehr informativ sind, sehr interessant sind und obwohl das Ende auch außerordentlich intensiv ist, hat mich dieses Buch immer wieder wütend gemacht, eben aufgrund dieser in meinen Augen auch völlig unsauberen Sprache. Deswegen bekommt es von mir 4 von 10 Punkten. Ein Mitleidskauf war dieses Buch von John Fante, ich hoffe, man spricht ihn so aus. 1933 war ein schlimmes Jahr, erschienen im Blumenbar Verlag. Es lag bei Hugendubel, einfach unten so im Ramschbereich auf einem kleinen Stapel und da habe ich gespürt, dass es mir sehr leid tat. Ich musste also eines dieser Exemplare zumindest befreien. Es geht hierin um einen 17-Jährigen, er heißt Dom, er lebt irgendwo in der US-amerikanischen Provinz in einem kleineren Städtchen und er träumt davon, dass er mal ein großer Baseballstar wird. Spielt, wie gesagt, eben auch 1933, wie es der Titel ja schon anklingen lässt. Dieses Buch erschien Mitte der 60er Jahre und bevor ich jetzt kurz auf den Inhalt eingehe, möchte ich nur mal sagen, dass John Fante ein Drehbuchautor in Hollywood war. Das merkt man auch im positiven Sinne. Ich finde, die Sprache teilweise arbeitet mit ganz außergewöhnlichen filmischen Elementen. Also es gibt so szenenartige Taktung der Sprache, ein Nominalstil, in dem sich dann ja große Handlungspunkte einfach kurz zusammengefasst finden und das eben, wie gesagt, nacheinander geschaltet. Das hat eine hohe Dichte, das hat eine hohe Taktung, eine hohe Geschwindigkeit, das hat mir gut gefallen. Also dieser Dom ist der Sohn von italienischen Einwanderern, die Familie ist sehr arm, damit hadert er auch, es ist ihm also etwas peinlich. Er hat einen sehr reichen Freund, dieser reiche Freund heißt Ken und dieser Ken liebt ebenso wie Dom Baseball über alles. Und so sinnieren die beiden und philosophieren darüber, ob sie sich nicht bald zu einem Probetraining vom Nachwuchsteam eines US-amerikanischen Baseballteams eben anmelden können und dahin fahren könnten, weil sie eben davon träumen, vielleicht bei den Chicago Cubs dann als großer Baseballspieler spielen und arbeiten zu können. Und darüber sinnieren sie eben nach. Der Ken hat außerdem noch eine Schwester, die Dorothy, und Dom verliebt sich in Dorothy. So hat man hier also ein paar typisch jugendliche Themen. Da ist eine Freundschaft, da ist die erste Liebe, da ist die Lust auf Sexualität. Da ist natürlich aber auch die große Unkenntnis der Sexualität gegenüber. Da sind Zukunftsträume, natürlich auch sehr viele Fantasien. Man überlegt sich, ob man später 1 Million Dollar im Monat oder vielleicht doch 3 Millionen Dollar im Monat verdienen möchte und kann das mit seinen Freunden eben auch so artikulieren. Darin steckt natürlich hin und wieder auch ein Element, das man nicht ganz ernst nimmt. Also als Leser ist man hier durchaus etwas schlauer als die Protagonisten. Man hat also immer eine Art von gemütlicher Distanz. Und so kann dieses Buch einen nicht schocken. Das ist zum einen ein angenehmes Leseempfinden, zum anderen ist es aber auch nicht besonders überwältigend, sondern ist etwas für eine lauschige Stunde. Es ist auch außerordentlich dünn. Ich mochte das beim Lesen durchaus gerne, nur schade fand ich es eben, dass die Themen sehr knapp nur angerissen werden. Also die Freundschaft wird nicht wirklich ausgeprägt, die Verliebtheit zu dieser Dorothy wird in einer sehr, sehr lustigen und gut geschriebenen Szene mal letztlich vor die Wand gefahren. Das ist wirklich toll gemacht, aber dann wird sie irgendwie auch fallen gelassen und kommt einfach nicht mehr vor. Diese Szene ist deshalb so toll, weil Dom durch seine katholische Erziehung in diesem Moment von körperlicher Nähe sofort an irgendwelche Bibelstellen denkt und dann eben auch diese entsprechenden Vokabeln in seinem Kopf hat, was hier gerade Tolles geschieht in christlicher Hinsicht. Er denkt also an die Mutter Gottes zum Beispiel oder an irgendwelche Heiligen. Und die Dorothy, die ist allerdings geprägt von Freud. Also sie hat offenbar studiert oder sie studiert schon und denkt nur noch in diesen sehr modernen psychotherapeutischen Formeln. Und jetzt trifft das aufeinander. Also wir haben hier die Freudsche Psychotherapie, die dann auf den Katholizismus von Dom trifft, das ist eine sehr gut geschriebene, unterhaltsame Szene, aber leider fehlt es an vergleichbaren Szenen. Also ich finde, dass das Buch insgesamt einfach unterhaltsam ist, aber seine Themen eben nie vertieft. Und so würde ich diesem Buch 6 von 10 Punkten geben. Manche sagen, es ist sehr ähnlich wie zum Beispiel Der Fänger im Roggen. Das mag sein, was die Figuren
Anordnung angeht, also die Ausgangssituation eines 17-jährigen Jugendlichen, der eben versucht, sein eigenes Leben zu führen, der eben auch immer wieder hadert mit der Erwachsenenwelt. Aber es hat viel weniger Tiefgang in meinen Augen. Es hat eine viel geringer ausgeprägte philosophische Distanz zu den Erwachsenen. Und letztlich wird es sogar im Werk noch aufgelöst. Also dieser Konflikt, der sich daraus ergibt, dass er, der Dom, mit seinem Freund zu dieser Nachwuchsmannschaft pilgern möchte und der Vater das eben nicht möchte. Dieser Konflikt wird am Ende auch noch beigelegt, sodass ich sagen würde, trotz der sehr interessanten Sprache hin und wieder, trotz dieser filmischen Mittel, ist es einfach ein Buch, das mehr oder weniger spurlos an mir vorbeiging. Ja, ihr wisst das vielleicht, ich bin ein großer Verehrer und Bewunderer der literarischen Kunstfertigkeit von Knut Hamsun. Daher habe ich sein letztes Buch gelesen, Auf überwachsenen Pfaden, das erstmals 1949 erschien. In diesem Buch, das eher eine tagebuchartige Zusammenstellung von Texten ist, als ja eine belletristische, konzise Textgestaltung. In diesem Buch geht es um verschiedene Themen. Zum einen ist da wirklich eine tagebuchartige Rekapitulation von Knut Hamsun. Er denkt darüber nach, was nach dem Kriegsende mit ihm geschehen ist, denn er wurde vom Polizeichef einer bestimmten Kleinstadt dann eben verhaftet und verhört. Und man wollte wissen, ob er ein Landesverräter ist. Also es wird schnell klar, dass Knut Hamsun der Prozess gemacht werden soll. Knut Hamsun war zu dem Zeitpunkt wirklich schon ein alter Mann, er war über 80 und dieser Prozess des Landesverrats oder des möglichen Landesverrats, der wird immer wieder hinausgeschoben und darüber denkt Knut Hamsun nach. Er versucht sich dann eben auch zu rechtfertigen. Also er sagt dann so etwas wie, in diesem Tagebuch sagt er, dass er damals eben unter der Herrschaft der Nazis nur deshalb kollaboriert hat, weil er nicht wusste, wie er sich anders verhalten soll und er wollte eben einen Bürgerkrieg verhindern. Also er hat sich offen für die Nazis eingesetzt. Und das eben auch über den Rundfunk verbreitet, um einfach, sagen wir, ja nicht dazu zu sorgen, dass die jungen Menschen aufbegehren gegen die Nazis und dann letztlich niedergeprügelt oder niedergeschossen werden. Das ist seine Rechtfertigung. Das wirkt hin und wieder etwas lamoyant, es wirkt auch sehr selbstgerecht, wobei ich das jetzt auch letztlich nicht beurteilen kann. Ich glaube schon, dass Knut Hamsun in der Zeit der Besetzung Norwegens einer der ganz herausragenden norwegischen Schriftsteller war. Er hatte ja auch eine Privataudienz bei Hitler. Also er hatte dort auch wirklich eine Rolle, in der sich viele andere nicht sahen und die viele andere also auch nicht besetzen mussten. Und er kann das schon durchaus glaubhaft beschreiben. Nur finde ich, dass sein Ton immer wieder sehr anklagend ist allen anderen Menschen gegenüber. Und damit macht er sich letztlich auch keine Freunde. Die Lamoyanz kommt noch dadurch zustande, dass er dann offenbar eben im Nachgang des Zweiten Weltkrieges, also so nach 45, auch kurze Zeit in einer Psychiatrie untergebracht war. Und er führt dann letztlich eine Privatfehde mit einem Professor Langfeld, heißt er, glaube ich. Und er sagt, dass dieser Langfeld ihn in einer sadistischen Art in der Psychiatrie also wirklich malträtiert hat. Wir erfahren nicht genau, was passiert ist. Aber Knut Hamsun sagt, dass er als alter, tauber Mann dort schikaniert und schlecht behandelt wurde. Hier kann ich auch nur sagen, wir haben das halt nur in diesem Ton. Und Knut Hamsun schlägt hier eben hin und wieder auch keinen Ton an, der es leicht macht, mit ihm Sympathie zu empfinden, sondern er tut gleichzeitig so, als sei er eigentlich immer der autoritäre Herrscher seines Lebens und er sei das Opfer von anderen Menschen. Und das ist in der Sprache eben häufig ein Widerspruch. Es fällt sehr schwer, mit ihm Sympathie zu empfinden, wenn er gleichzeitig eben prinzipiell auch nicht davon ausgeht, dass er etwas falsch gemacht haben könnte. Und wenn er anderen immer diesen schwarzen Peter zuschiebt oder den Gewaltakteur eben anderen Menschen zuschiebt. Das hat mir nicht besonders gut gefallen, aber ich glaube, es ist auch kein Buch, das einem gefallen muss. Für mich war es eher in biografischer Hinsicht ein Schlussstein sozusagen. Ich wollte wissen, was Knut Hamsun hier am Ende seines Lebens noch geschrieben hat. Dazwischen finden sich großartige Glanzlichter seiner Kunst und die schimmert immer dort auf, wo er andere Menschen beschreibt, wenn er Geschichten von anderen Menschen hört und diese Geschichten, die ihm vielleicht wirklich mündlich zugetragen wurden, sofort zur Literatur macht. Und darin zeigt er eben etwas, was er leider in Bezug auf sich selber nicht anwendet. Nämlich ein tiefes Mitgefühl und ein tiefes Verständnis für die Ambivalenz, für die Zerrissenheiten. Wenn er einen Taschendieb zum Beispiel verteidigt und ihn dann in seinen Gedanken eigentlich zu einem Verbrecher aus verlorener Ehre gestaltet, der das, was er tut, durchaus mit Recht tut. Oder wenn er dann eben die Auswanderer in die Vereinigten Staaten letztlich in seinen Gedanken verteidigt und wenn er davon ausgeht, dass sie eigentlich nur aus Liebe handeln, dann finde ich das immer sehr, sehr zart. Und diese Zartheit liebe ich in seinen Texten. Leider wendet er diese Zartheit
oder einfach einen genauen Blick auf sein eigenes Leben selten an. Unterhaltsam ist dieser Text auch, denn es gibt eben auch wirklich skurrile Beschreibungen von einem Altersheim, in dem er lebte. Und dann ja, werden diese über 80-jährigen Männer und Frauen letztlich zu Stutzern, die eben immer noch angezogen sind mit einem schicken roten Schal, nur um auf Brautfang zu gehen. Und dann wird lange von den anderen Männern darüber geredet, dass dieser Mann doch keinen roten Schal tragen darf. Also das sind dann einfach herrliche, selbstironische Betrachtungen. Insgesamt ein durchwachsenes Buch, ein 6-von-10-Punkte-Buch, so würde ich das jetzt mal mega platt ausdrücken, aber ich hoffe, es ist klar geworden. Naja, es ist jetzt mit Sicherheit nicht das Beste von Knut Hamsun. Dann habe ich noch einen Roman von Hertha Müller gelesen, nämlich Herztier aus dem Jahr 2007. Von Hertha Müller kannte ich schon Atemschaukel und auch Der Fuchs war damals schon ein Jäger. Und besonders an das letztere Buch musste ich immer denken oder häufig denken, als ich Herztier gelesen habe. Da gibt es durchaus einige inhaltliche und sprachliche Parallelen. Ja, in Herztier geht es um eine Gruppe, um 5 junge Leute, die sich kennenlernen, die gemeinsam einfach eine Freundschaft aufbauen, die studieren wollen, die dann später auch in verschiedenen Berufen arbeiten wollen und eigentlich das machen wollen, was alle Menschen machen, nämlich sie wollen ein zufriedenes, ein glückliches Leben mit verschiedenen, ja, sinnstiftenden Ebenen aufbauen. Das Besondere und das Schwerwiegende ist nur, dass sie eben in dieser Diktatur unter Ceausescu leben, also im Rumänien der 70er, 80er Jahre und einfach nicht wissen, wie sie sich dort verhalten sollen, denn die Securitate, die Staatsmacht, beobachtet alles. Und so treffen sie sich hin und wieder und tauschen sich aus über Kunst, über Gedichte, über Literatur im Allgemeinen, aber sie sprechen auch über Politik und beratschlagen, wie man denn eigentlich in dieser Ceausescu-Diktatur leben kann und ob man vielleicht fliehen muss. Und die Securitate wird dann auch bald aufmerksam auf diese jungen Menschen. Der Hauptmann Pielle verhört sie zum Beispiel nacheinander. Hauptmann Pielle ist hier also wirklich ein Symbol, ein Statthalter für die Securitate, für die, ja, Unterdrückungsmechanismen, natürlich auch für die Folterinstrumente, denn die Verhöre sind teilweise nur verbal bedrohlich. Manche, besonders die Jungs, besonders die jungen Männer, werden allerdings auch attackiert, werden auch von einem Hund, der ebenso Pielle heißt, gebissen. Also es wird klar, die Securitate wird jeden Versuch, dieses Leben zu reflektieren oder diesem Leben in Rumänien zu entgehen, verbieten, wird alles überwachen und wird sich eben schonungslos in das Leben der Einzelnen hineindrängen. Jetzt ist diese Überwachung durch Hertha Müller eben auch in sprachlicher Hinsicht vollzogen worden und so wie ich das sehe, ist das ja auch der typische stilistische Einfall beziehungsweise der Zugang zur Welt von Hertha Müller, dass sie eben versucht, dem Leser auch klarzumachen, dass die Bezüge in der Sprache ebenso zerrissen sind, ebenso auseinandergedrängt worden sind, wie sich das für die Protagonisten ja auch anfühlen muss. Also eine Welt ohne feste Regeln, ohne Verlässlichkeiten. Dass man nicht weiß, was man am Abend tun wird, ob die eigenen Verwandten noch leben oder ob sie zu Hause sein werden, wenn man nach Hause kommt, ob die eigene Mutter vielleicht nicht schon in Sippenhaft genommen wurde, ob sie auch verhört wird. Man weiß nicht, ob die Katze vielleicht noch lebt oder ob sie von einem Securitate-Wachmann oder ja, Agenten getötet wurde aus purer Lust, aus Schikanegründen, wie auch immer. Deswegen sind bei Hertha Müller die sprachlichen Bezüge eben häufig nicht mehr herzustellen, entweder gar nicht oder man muss sie sich wirklich erarbeiten. Tja, das ist jetzt schwer zu beschreiben, aber ich denke, dass man häufig versuchen muss, diese sprachlichen Bilder wie eine Metapher oder wie eine Allegorie oder wie eine andere Art von Metonymie rückzuübersetzen. Also es gibt eben häufig keine klare Zuordnung mehr zwischen dem Subjekt und dem Objekt in einem Satz. Oder es gibt schnelle Wechsel, sodass man nicht mehr genau weiß, auf welcher Ebene sich ein Satz jetzt noch befindet. Allgemeiner kann ich das nicht sagen. Ich kann euch mal Beispiele geben. Wie die Kletten an deinen Mantel werden sie auf Züge springen, sagte Edgar, und als Wächter zu allem bereit, irgendwo im Land am Wegrand stehen. Aber die Unsicherheit in Bezug auf die Sprache, die geht auch noch weiter. Denn die Securitate, die öffnet eben auch die Briefe, die sich diese jungen Menschen schreiben. Und deswegen haben sie eine Art von, ja, Chiffrierung und natürlich auch Dechiffrierung sich entdeckt und sich entwickelt. Aber sie gehen auch davon aus, dass die Securitate diese Art von Chiffrierung, ähnlich der Enigma oder ähnlich das Knackens der Enigma, auch entschlüsseln kann. Und so haben sie eben auch die Überlegung, dass ein Komma etwas bedeutet. Ein Komma bedeutet, dass vielleicht jemand gerade gefangen genommen wurde oder ein bestimmtes Wort heißt, dass jemand beobachtet wird von der Securitate. Und jetzt heißt es hier, ein Komma, das schweigt und schreit, gab es nicht. Das Komma hinter der Anrede war viel zu dick geworden.
Also auch hier wird die Sprache selbst eben zu einem Teil dieses Überwachungsmechanismus und dieser verlorenen Zuordnungen und dieser verlorenen Sicherheit. Also diese Menschen sind psychisch, so muss man es sagen, wirklich nicht degradiert in dem Sinne, dass sie das nicht könnten, sondern sie sind kaputt gemacht worden. Sie sind psychisch zerschlagen worden. Und dadurch fehlt diesem Text letztlich auch jede emotionale Beziehung, oder so lese ich das zumindest. Also es ist sehr anstrengend, einen Hertha-Müller-Roman zu lesen, weil ich kann mich erstmal auf diese Figuren einlassen, weil ich das absolut glaubhaft finde, wie Hertha Müller es beschreibt. Aber es fällt mir schwer, meine eigene Wahrnehmung und mein eigenes Leben auf diese Zeit zu übertragen, weil es hier eben niemals in einer üblichen Form um Liebe geht, um Freundschaft, um Eifersucht vielleicht oder um Angst, um Zukunftsvisionen, sondern immer im Gewand eines beherrschenden, zersplittert Seins der Existenz und des eigenen Lebens und des eigenen Denkens. Und damit sind diese Bücher außerordentlich einprägsam. Es ist das absolute Alleinstellungsmerkmal in meinen Augen von Hertha Müller. Diese Bücher sind dadurch aber nicht leicht zu konsumieren. Und ich habe hierbei eben häufiger auch schon an das Angesprochene, der Fuchs war damals schon der Jäger, gedacht. Ich finde also, dass sich da der Stil und eben auch die inhaltlichen Ebenen durchaus auch wiederholen. Ich hatte hier also nicht mehr so die ganz große Offenbarung, nicht mehr das Aha-Erlebnis, das ich noch beim letzten Buch von Hertha Müller hatte. Von dem her gebe ich hier 7 von 10 Punkten. Ich finde aber immer noch, dass Hertha Müller wirklich eine Autorin ist, die man gelesen haben muss. So wie Hertha Müller schreibt einfach niemand, und das, denke ich, sollte man auch einfach mal in Erfahrung gebracht haben. Ja, und das war jetzt mein Lesemonat für den November. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und unterhalten. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ich in euren Augen ein Buch falsch interpretiert habe oder ob noch etwas ganz Wichtiges fehlt. Ich wäre euch dann sehr verbunden. Falls das nicht der Fall ist, dann schreibt mir doch einfach, was euer Lesehighlight für den November war. Ich hoffe, ihr kommt jetzt gut durch diese dezemberliche Vorweihnachtszeit. Ich hoffe, ihr seid gesund und munter. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!